Bevor das Video startet, wollte ich noch kurz verkünden, dass ich wieder neuen Merch habe. Und zwar sieht das Ganze so aus. Es gibt es nicht nur in Blau, sondern auch in Pink. Und da steht drauf Bike Society Member, noch mit einem kleinen Spruch unten. Finde ich ganz cool, weil das Ganze einmal schön zusammenfasst, einfach die ganze Bike Community. Und das gibt es auch nicht nur in Grau oder in, ich habe beides grau an, lol. Sondern es gibt es auch noch in ganz vielen verschiedenen Farben. Deswegen guckt einfach gerne mal drin in den Link rein. Und ich würde sagen, jetzt geht's los, wir fahren eine Runde Moped. Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ich bin mal wieder mit der SE unterwegs. Und das nicht alleine, sondern mit Olli. Was soll denn die Scheiße? Ist das jetzt irgendein geheimes Zeichen oder so? Da ist mein Freund. Okay, nein, also das ist ein anderes Zeichen. Niklas Wedderheim, guten Tag. Und seine tolle Freundin Luca. Hallo. Ich mach mal kurz eine Lautstärkenprobe. Oh, ich fühle mich wie ein Adler. Ein Adler, der fliegen wollte. Hast du versucht einzusperren? Ich kenne das, habe ich hier schon mal gesagt in einem Video. Wirklich? Genau auf der Straße da vorne. Wirklich? Ja, ohne Scheiße. Geile Spiegel hast du übrigens. Ja, ich habe halt auch Spiegel dabei, ne? Das ist geil. Was bedeutet eigentlich dein lila Bandana? Bist du irgendwie zu einer Gang oder? Ja, ich bin in der Gucci Gang. Gucci Gang. Also das Bandana hat auf sich, also das zeigt halt, also ich muss kacken. Wie läuft das so? Wie machst du die Mädchen an? Also was haust du so für Sprüche raus? Wie mache ich die denn an? Also meistens gucke ich in tief in die Augen. Ja. Und dann erzähle ich, also ohne auch zu blitzeln. Und dann erzähle ich auch einfach, machst du dabei wie gut ich auf Klo muss. Das sieht? Mehr oder weniger. Also 50-50. Also okay. Meistens kriege ich entweder einen weirden Blick, ja. Wie in Italien eigentlich 50% der ganzen Sachen. Wenn ich hier in Deutschland bin, dann kriege ich irgendwie gesagt, dass sie nicht ins YouTube-Video rein wollen. Ah, ja, aber okay. Der Rest halt, so dieser kleine prozentuale Teil, der das möchte, die schreiben mir dann auch tatsächlich. Jetzt zeig mir mal, wie du das machen würdest. Aber dein Freund ist doch hinter mir. Bei deinen Künsten mache ich mir da gar keine Sorgen, dass das klappt. also ich würde es folgendermaßen machen. Ey Puppe, zeig mal Fisch. Nein, ich zeig dir das, wenn wir anhalten, dann zeige ich okay. Dir meine Skills. Hallo, wunderschöne Dame, ich muss kacken. Was für Scheiße, wirklich. Wortwörtlich. Hä? Was? Wir haben überhaupt nichts gemacht. Warum? Wieso? Hey, warum hat die jetzt einen Stinkefinger gezeigt? Was war denn jetzt los? Wir stehen doch hier nur. Sie hat uns einfach den Mittelfinger gezeigt. Ey, ich dachte, mir passiert sowas niemals. Ich kenne das aus Videos, ne? Das ist mir mit David passiert in Brüssel. Ey, ich will die am liebsten fragen. Das ist gut, damit das Video schön gelb wird, wie immer. Wir standen einfach nur nicht da. Also wie geil war das denn? Wir haben nichts gemacht. Krefeld lebt, Alter. Das ist Krefeld, das beschreibt Krefeld, wirklich. Aber warum zeigt es einfach den Mittel? Und ihr habt auch so gemacht. Und ich habe so gewunken oder Peace gezeigt. Ich habe auch gewunken. Ich hab richtig nett geguckt. Ja. SV Mehrweg! SV Mehrweg! Junge, SV Mehrweg. Links, von links, meiner links. Oh Mann, ey. Ich dreh jetzt hier. Weil er abfällig. Ach so. Oh, ich wusste es doch. Oh Gott, wie die wenig alle Scheiße. Ja, perfekt. Ich will gerne mal was Neues lernen. Ich habe auch eigentlich Circle. Doch mal öfter hier. Ja, oder das. Oder, weiß ich nicht, also vielleicht was in. Ja, na gut, ist auch nicht so entspannt auf den Anfang. Aber irgendwas Neues halt. Ich möchte auch öfter jetzt nach Krefeld kommen, weil hier sind einfach viel mehr Motorradfahrer. Ja, also Circle kann ich dir easy beibringen. Also boah, schnell. Ich hab Circle, also ich konnte keine Wheelies, hab direkt Circle geübt, obwohl ich nicht mal coastern konnte. Und ich konnte nach 3 Wochen Circle. Wirklich? Ja, dann let's go. Da braucht man, glaube ich, richtig viel Platz am Anfang. Kannst auch mal auf Insta gucken. Das muss man nur wollen und das ist halt ein bisschen frustrierend, weil es am Anfang einfach nicht klappt. Das ist ganz logisch, weil man immer so denkt, okay. Musst du dafür nicht trotzdem auch immer Kupplung ziehen und so? Ja, safe, aber dadurch habe ich das einfach gelernt. Also dann, eine Woche später konnte ich coastern, konnte ich Kennzeichen schleifen, habe mich so gefreut. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, hey, warum schleife ich nicht einfach Heck? Nicht so oft gängig, wirklich, keine Ahnung. Nice. War das cool oder? Ja. Okay. Oh, das war knapp. Kriegst du es mit meiner FE hin, Zirkel? Bist du mal eine 350 gefahren? Ja, ich hab schon eine 350 geschliffen. Okay. Ich will erstmal so ein bisschen anlupfen. Ja, mach erstmal.
Okay, ja, ja. Und ich konnte nach 3 Wochen zirkeln. Ja? Wenn du dich jetzt genauso bewegst wie er, Annika, kannst du das auch. Easy. So, hat mich gefreut. Dann werde ich mal zu Hause ein paar Circles üben. Und dann werde ich dich überraschen. So nämlich. Und dann zeige ich dir mal, wie der Hase läuft. Ja, vielen Dank. Schaut auf jeden Fall mal bei Olli vorbei. Warte. Boah, das war heftig. Ich kann like, lasst gern ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.